Hier hat es einfach einen starken Mittelstand, es hat eine starke Industrie. Und wir haben aber auf der anderen Seite viel Forschung und Entwicklung. Wir haben viele Leute, die auch Anwendungen dafür generieren können. Und letztendlich wollen wir die alle irgendwo an einen Tisch bringen, dass die sich austauschen können. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir uns vervielfacht. Und es ist uns wirklich gelungen, eigentlich ein bundesweit sichtbarer Fokuspunkt fürs Thema VR, AR zu werden.